Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizzakanal. Ich darf euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Mittlerweile ist ja schon über ein Jahr her, als ich meinen Pizza-Online-Shop eröffnet habe. Nach circa einem halben Jahr habe ich ja mal ein Update-Video gedreht und euch gezeigt, wie es so läuft. Ich habe mir gedacht, ich muss euch wieder auf den neuesten Stand bringen. Es hat sich einiges in dieser Zeit getan. Man kann es ja schon sehen, wir sind in eine neue, größere Lagerhalle umgezogen. Auch im Packbereich hat sich einiges verbessert. Das möchte ich euch heute gerne zeigen. Ich hoffe, das Video wird interessant für euch und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ja, wie bereits angesprochen, sind wir in eine neue große Lagerhalle umgezogen. Hier haben wir 850 Quadratmeter Platz für uns. Das ist natürlich eine richtig, richtig tolle Sache. Ich habe die Halle noch aufgeteilt in Packbereich und in den Lagerbereich hier. Also hier habe ich alles mit Hochregallagern ausgestattet. Somit können wir eine große Anzahl an Paletten einlagern. Und das war ja bisher immer unser größtes Problem im alten Lager. Hier hatten wir zu wenig Platz für unsere Paletten, mussten somit Außenlager anmieten und das war natürlich eine riesen logistische Katastrophe. Denn wenn jetzt eine Ware vom Lieferanten kam, dann musste ich die erstmal auf die Außenlager aufteilen. Und wenn wir die Ware dann zum Verpacken gebraucht haben, musste ich sie wieder von den Außenlagern zu uns ins Hauptlager holen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr zeitaufwendige Geschichte. Das spare ich mir hier. Ich habe hier jetzt alles zentral an einem Punkt und das ist natürlich eine richtig, richtig tolle Geschichte. Vom Lager her würde ich sagen, brauchen wir uns das Ganze jetzt nicht genauer anschauen. Ich hätte gesagt, wir wandern jetzt rüber in den Packbereich. Hier hat sich auch einiges getan und das möchte ich euch gerne zeigen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Packbereich. Bevor wir uns jetzt aber unsere einzelnen Packtische genauer anschauen, werden wir uns als allererstes mal diesen Raum hier anschauen, denn das ist unser Aufenthaltsraum und unsere Toiletten. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, warum zeigt er uns das denn? Das interessiert uns doch gar nicht. Ich zeige euch das, weil ich den Raum selber gebaut habe, also da war vorher gar nichts und es war wirklich ein Haufen Arbeit, also ich habe da 2 Monate reingesteckt, um das aufzubauen und deswegen müsst ihr euch das jetzt schnell anschauen, ja? Wir starten jetzt hier mal mit unserer Kaffeetheke, also hier können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Kaffee rauslassen, dann geht es weiter zu unserem Aufenthaltsraum. Hier habe ich eine kleine Küchenzeile reingebaut, die mit allem ausgestattet ist, was man so alltäglich braucht. Also Spülmaschine, Kühlschrank, hier haben wir Herdplatte, Mikrowelle. Dann habe ich hier noch eine richtig schöne Ablage reingebaut. Hier haben wir unsere Drucker, unser Telefon und unsere Fritzbox. Und dann haben wir hier noch einen Sitzbereich. Hier kann man mal schnell was am PC machen oder Pause machen. Hier oben habe ich da noch 2 schöne Bilder von Caputo aufgehängt. Die finde ich richtig, richtig schön. So, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz schnell die Toilette an, denn die ist auch richtig schön geworden. Also hier die Herrentoilette mit Pissoir, Waschbecken und Toilette. Alles, was man braucht. Die Damentoilette ist im Endeffekt genauso, bloß dass hier kein Pissoir gibt. So, jetzt habt ihr es hinter euch. Jetzt schauen wir uns die Parkplätze an. So, jetzt sind wir mal an einem Parkplatz und genau hier werden eure Pakete verpackt. Vor circa einem halben Jahr habe ich ja mal ein Update-Video zum Shop gedreht und damals war es noch so, dass wir eure Aufträge mittels Lieferschein zusammengestellt und dann verpackt haben. Das heißt, wir haben für jeden Auftrag einen Zettel ausgedruckt und hier waren eben die einzelnen Positionen drauf, ja? Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Auch wir haben uns weiterentwickelt und zwar sind wir jetzt auch digital unterwegs. Jeder Mitarbeiter hat einen Touchscreen-Monitor am Arbeitsplatz. Hier kann man dann eure Aufträge auswählen. Man sieht dann die einzelnen Positionen und kann die Aufträge dann verpacken. Das ist natürlich für große Online-Shops gang und gäbe, aber für uns kleinen, neuen Online-Shops, sage ich jetzt mal, ist das eine richtig tolle Sache und wir können somit den Versandprozess nochmal deutlich optimieren. Ich hätte gesagt, ihr kommt jetzt aber mal ein wenig näher her, dann zeige ich euch das Programm mal etwas genauer. So, wir sind jetzt hier etwas näher am PC. Hier kann man jetzt die einzelnen Aufträge von euch sehen.
Das Programm hier nennt sich JTL Paktisch. Mit dem Programm sind wir sehr, sehr zufrieden. Ich werde jetzt mal hier diesen Auftrag öffnen, denn den habe ich gerade selber von Hand als Testauftrag angelegt. Hier kann man jetzt die einzelnen Positionen sehen. Wenn sich der Mitarbeiter jetzt zum Beispiel unsicher ist, was die Waldis Pizza Spachtel hier zum Beispiel ist, kann man auch draufklicken und dann sieht man hier eben ein schönes Bild und somit werden natürlich auch Fehler vermieden bzw. Reduziert. Ja? Wenn man jetzt die Spachtel hier an den Packtisch geholt hat, kann man das Ganze dann hier mit Plus bestätigen und dann weiß man, weil das jetzt grün ist, liegt der Artikel schon bei mir am Packtisch. Wenn ich hier jetzt alle Positionen mit Plus bestätige, dann schließt sich der Auftrag von selbst. Das zeige ich euch jetzt mal. Und jetzt bestätige ich hier noch mit Plus. So, jetzt schließt er sich und jetzt schwenke ich ein wenig rüber. Und aus diesem Drucker kommt jetzt euer Versandlabel raus. Also das passiert alles automatisch im Endeffekt. Ja? Jetzt wartet man noch kurz ab. Das dauert immer einen kleinen Augenblick. So, hier sind jetzt alle Informationen drauf. Und das wird jetzt, wie gesagt, auf das Paket geklebt. Ja, aktuell ist es ja noch so, dass wir hier unsere Pakete dann verschließen. Dann kommt hier der Versandaufkleber noch drauf. Und jetzt müssen wir das Paket nehmen und zu unseren Postwägen tragen. Das ist natürlich auch nicht sonderlich gut für den Rücken, den ganzen Tag die schweren Pakete zu tragen. Deswegen habe ich mir auch was überlegt. Und zwar habe ich jetzt solche Förderbänder hier gekauft. Und jetzt muss man später mal nur noch das Paket hier vorschieben und jetzt läuft das automatisch weg. Hierzu fehlt aber noch ein bisschen was, also ich kann das gerade noch nicht komplett umsetzen. Das wird noch ein paar Wochen dauern, aber wenn das Ganze dann umgesetzt ist, ist das natürlich auch eine ganz tolle Sache für die Mitarbeiter. Ja, natürlich gibt es auch weitere Dinge, an denen wir arbeiten, um uns weiterzuentwickeln, um den Online-Shop noch zu verbessern. Für mich eine ganz, ganz wichtige Sache ist das Thema Verpackungen. Da arbeiten wir auch immer stetig dran, um uns zu verbessern. Also erst vor kurzem haben wir zum Beispiel hier einen neuen Karton für unsere Pizza-Starter-Sets designt. Das ist natürlich optisch wirklich schön geworden. Und natürlich auch für den Kunden eine tolle Sache, wenn man das Starter-Set in so einem schönen Karton empfängt. Ja? Wir arbeiten gerade an weiteren Verpackungen, zum Beispiel für unsere Pizzastation oder für unseren Backstall bzw. für unseren Pizzastein. Da hätte ich gesagt, kommt einfach mal ein wenig näher her, dann könnt ihr euch mal die ersten Muster anschauen. So, hier könnt ihr die zukünftige Verpackung unserer Pizzastation sehen. Wir machen das Ganze in Zusammenarbeit mit einer Firma, die nur 10 Kilometer von mir entfernt ist. Also es sind wirklich kurze Wege. Wir sind hier auch schon auf der Zielgeraden. Also die Verpackung wird bald in Serie gehen. Ich zeige es euch jetzt mal. Hier müssen wir jetzt diesen Karton auf die Seite legen und dann können wir schon sehen, die einzelnen GN-Behälter unserer Pizzastation sind hier wirklich sicher verpackt. Also hier wird, glaube ich, wirklich gewährleistet, dass das Paket ohne Schaden bei euch ankommt. Ich finde es auch richtig toll, dass man das Ganze hier so entnehmen kann und hier ist das Ganze wirklich sehr, sehr gut gesichert. So, jetzt nehmen wir noch den nächsten Karton raus. Dann können wir auch schon unsere Pizzastation sehen. Man kann hier auch sehen, dass das Ganze wirklich richtig sicher verpackt ist. Also man weiß, wie heute die Paketdienste mit den Paketen umgehen. Dementsprechend muss man die Pakete bzw. Die Ware dann auch verpacken. Und das ist hier auf jeden Fall gewährleistet. Hier sind noch zwei Aussparungen. Da kann man die Pizzastation wirklich super entnehmen. Was man dazu sagen muss, wir verzichten hier komplett auf Kunststoff, also es ist alles Papier. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte und ich finde, das ist doch ein schönes Auspackerlebnis für den Kunden. So, nun kommen wir zur nächsten Verpackung. Diese Verpackung kann man sowohl für unseren Pizzastein als auch für unseren Backstahl verwenden. Ich nehme jetzt hier mal den Karton weg und dann kann man das Ganze besser sehen. Also hier ist unser Pizzastein wirklich ganz gut geschützt. Wir haben hier auch eine große Pufferzone, wenn das Paket mal fallen gelassen wird. Also ich denke, dem Pizzastein wird hier nichts passieren. Ich nehme den jetzt mal raus und zeige euch, wie wir den Backstahl dann hier verpacken. Der ist ja ein ganzes Stück
dünner. Deswegen haben wir hier nochmal solche zusätzlichen Kartonstreifen. Dann ist das Ganze hier bündig und hier kommt jetzt auch noch unsere Abdeckung drauf und dann ist das Ganze auch wirklich sicher und sauber verpackt. Ja, und so versuchen wir uns ständig weiterzuentwickeln und werden das Ganze natürlich auch noch mit anderen Produkten so weiterentwickeln. So, wir sind nun am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der kleine Rundgang durchs Lager war interessant für euch. Mir bleibt eigentlich an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen. Danke an euch für die Unterstützung. Danke für die zahlreichen Bestellungen. Ohne euch wäre das Ganze natürlich nicht möglich. Ich weiß das wirklich zu schätzen und daher nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Als kleines Dankeschön würde ich euch gerne heute mal eine Kleinigkeit zurückgeben. Und zwar würde ich euch gerne einen 10% Gutschein geben auf das komplette Sortiment außer Pizzaöfen und Teigmaschinen. Hier ist dieser Rabatt leider nicht möglich, aber dafür aufs komplette restliche Sortiment, auf Käse, auf Mehl, auf Tomaten, auf Pizzaballenboxen, alles was ihr wollt, 10% eine Woche lang. Ich wünsche euch alles Gute, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's es gut, bis bald, ciao.